Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, wir haben jetzt Ende des Jahres. Es gibt jetzt von mir heute ein Favoritenvideo Beauty, also Schminkprodukte aus dem High-End-Bereich. Und das nächste Video wird ein Favoritenvideo sein über Schminkprodukte aus der Drogerie. Also diejenigen, die mich kennen und öfter schauen, die wissen vielleicht, welche Produkte jetzt kommen. Ja, logisch, ich habe ja damit geschminkt, ihr habt sie gesehen, ihr habt mich ja verfolgt das ganze Jahr über. Und nun werde ich die Produkte nochmal einzeln vorstellen. Beginne ich mit einer Foundation. Also, ich benutze im Wechsel mal flüssige Foundation, mal die geliebte Biominerals Original, diese Mineralfoundation, dieses Powder. Also, stelle ich euch das nochmal vor. Ist einfach ein Klassiker, ist ein Highlight, wird immer mein Favorit sein. Ich habe mich übrigens mit den Produkten, die ich jetzt vorstelle, auch geschminkt. Also ich habe diese Mineral Foundation drauf und man braucht natürlich einen entsprechenden Pinsel auch dazu, um das schön mit kreisenden oder Bewegungen in die Haut einzudrücken. Das verschmilzt mit eurer Haut, da setzt sich nichts ab, wenn ihr nicht zu viel auftragt. Was soll ich sagen, ist ohne Worte. Einfach toll. Diese Foundation. Also ich bin wirklich happy, dass ich die entdeckt habe. Gut. Chanel Vita Lumière Aqua. Eine, übrigens diese Namen und Nummern, ich kann die zwar nennen, aber ihr merkt die euch nicht. Ich schreibe sie gerne in die Infobox, ja. Das ist eine sehr helle Farbe, glaube ich 20 beige. Das ist eine kühlende, ganz leichte Foundation. Die legt sich wie so eine zweite Haut auf eure Haut. Und Vita Lumière, also die ist sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Und dazu benutze ich gerne diesen Pinsel von Zoeva 110 Face Shape. Den gibt es auch noch eine Nummer größer, aber ich mag diesen kleinen ganz gerne. Da kommt man überall schön mit hin. Dauert ein bisschen länger, aber diese Zoeva Pinsel, die sind einfach sensationell. Kann man auch klasse auswaschen. Manche, der ist jetzt ausgewaschen, aber manche Pinselhaare nehmen einfach so ein bisschen Farbe an über die Zeit. Ne? So, also Aqua Vita Lumière Aqua von Chanel zum Abpudern, was ich relativ selten mache, aber manchmal eben schon, habe ich so einen losen Puder oder loses Puder von Bobbi Brown 01. Es ist so ein bisschen gelblich, nicht erschrecken, aber das sieht natürlich nicht auf der Haut gelblich aus. Da kann man sehr schön jetzt was setten oder natürlich jetzt nicht großflächig. Ich nehme einen ganz kleinen Pinsel und sette das ganz schwebe dann über die Haut. Ist schön. Ist ein sehr, sehr, sehr schöner Puder. So, kommen wir weiter zum Concealer. Ich benutze ja eigentlich einen Concealer. Ich habe immer schon einen Concealer benutzt zum Abdecken, ne, einiger Stellen. Und unter den Augen habe ich den nicht nehmen können. Da hat sich wirklich was abgesetzt. Aber ich benutze den, um punktuell was abzudecken. Man hat ja manchmal so kleine Rötungen. Die Haut ist ja nicht mehr so ebenmäßig. Das ist wie so eine Art Filzstift. Dann dreht man hier hinten dran. Und da kann man also sehr schön, kann man da punktuell, ohne jetzt noch extra einen Pinsel zu benutzen, kann man sich die Stellen so abdecken. Für die Augen nehme ich einen anderen. Da nehme ich nämlich einen aus der Drogerie. Aber der ist langlebig und sehr schön. Für die Augen, also als Eyelid Primer, benutze ich den von Sephora. Das ist, die haben nur den einen. In einem Tüpchen mit einem Applikator. Und das ist so leicht durchsichtig. Also es liegt jetzt nicht wie so eine Masse wie so auf dem Augenlid. Das ist auch kühlend. Das deckt jetzt nicht irgendwie ab, so Rötungen. Man hat ja manchmal auch so Rötungen auf dem Augenlid. Er ist jetzt nicht abdeckend, aber er ist eben pflegend und ist eine ideale Base für euren Lidschatten. Apropos Lidschatten. Kommen wir nämlich weiter zum Lidschatten. Diese beiden Produkte von Biominerals, den gibt es leider nicht mehr. 5 in 1. Also das ersetzt euch also auch den Primer. Hat einen Lichtschutzfaktor, ist feuchtigkeitsspendend. Das hat eine ganz geile, mega geile Rezeptur. Ich weiß nicht, das ist so cremig, putrig. Also wie gesagt, die Farbe gibt es nicht mehr. Das war so ein Grün, das habe ich übrigens drauf. Und die gibt es aber noch. Das ist ein Lila. Und das, also das macht schon beim Auftragen Freude. Man kann mit dem Applikator über das Augenlid gehen, man kann einen Pinsel benutzen oder man verwischt das einfach. Das ist so cremig und es ist so
sensationell. Also ich komme immer wieder ins Schwärmen, wenn ich diese Lidschatten benutze. Wie gesagt, die Palettenqueen bin ich nicht. Es gibt sehr schöne Paletten. Ich finde die schon toll, aber ich bin da vernünftig. Ich kaufe mir die nicht. Obwohl, ich habe jetzt eine von BH Cosmetics gekauft und die stelle ich euch auch vor. Vielleicht im nächsten Jahr. Die ist wirklich super. Also ich bin nicht so die Palettenqueen nochmal, obwohl ich sie sehr schön finde. Aber ich brauche vielleicht 20% der Farben nur. Und das ist mir dann, sind die mir zu teuer, ehrlich gesagt. Und dann stehen die rum. Und das da irgendwie streikt das dann in mir innerlich. Ich sage, nee, also das machst du nicht. Dann bin ich vernünftig. Dann siegt die dann siegt wirklich die Vernunft, ja. Ich habe aber hier eine ganz nette, die Grash Palette von Bobbi Brown. Das ist auch schön mit so einem Magnetverschluss, ein kleines Pinselchen dabei. Quatsch, nicht ein Pinselchen, ein Spiegelchen ist dabei. Und das sind matte und glänzende Farben. Sehr schön, um jetzt einen Tageslook oder auch einen Abendlook mit zu schminken. Tolle Pigmentierung. Ich habe jetzt Folgendes gemacht, weil sie schon ein bisschen, weil ich die schon länger als ein Jahr habe, dass ich die oberste Schicht mit dem Messer so abgekratzt habe. Da ist die Pigmentierung wieder besser. Manchmal, auch wenn man jetzt mit dem Pinsel reingeht und nicht mit dem Finger, trotzdem, man geht ja mit dem Pinsel da rein, geht aufs Augenlid. Ein Augenlid ist immer ein bisschen fettig und da geht man wieder rein. Und diese Fettpartikelchen, das sammelt sich natürlich hier. Und irgendwann ist dann so ein, wie für uns, unsichtbarer Film über diesem Produkt. Und dann gibt es nichts mehr ab, keine Farbe. Ne? Und dann wundern wir uns, wieso ist denn das jetzt so, obwohl es ein pudriges Produkt ist. Ja, so als kleiner Tipp am Rande. Und dann habe ich mir eine Palette zusammengestellt, selber von Bobbi Brown. Ich habe mir so ein Ding hier gekauft, ne? Das kann man sich kaufen. Da gehen 6 Farben rein, also 6 Produkte könnt ihr da so reinklicken. Das nimmt man einfach so, das klickt man hier so unten so dran, ups, und dann geht das raus. Ne? Und dann gibt man es einfach, ich bin blöd vom, gibt man es einfach so, klick, und klick und dann ist es wieder drin. So. Das sind Farben, die, also dieses grünliche, dieses so ein Metallic-Grün, das habe ich hier für so einen Lidstrich benutzt. Man kann natürlich auch das ganze Auge damit ausmalen. Ein French Blue, sehr schön im Frühling. Das ist so ein Anthrazit, grau, schwarz, auch sehr schön für einen Lidstrich. Dieses Sea Glass ist auch eine schöne Frühlingsfarbe. Hier ein Elfenbeinton und Kakao ist auch schön zum Verblenden der Lidfalte oder zum Kaschieren der Lidfalte oder eben auch um einen Lidstrich zu ziehen. So. Und man hat einen Spiegel dabei. Das ist eine schöne Investition, die bereue ich nicht, weil man kann immer wieder wechseln. Sonst fliegen die kleinen Teilchen. Also ich habe hier zum Beispiel noch von Bobbi Brown, das ist hier so ein Blush. Das könnte man ja dann letztendlich, wenn man nicht alle Farben mitnehmen möchte, kann man das ja dann auch hier reinklicken. Ne? Also ja, do it yourself. Stell dir was zusammen. Gut, entdecke die Möglichkeiten. Kennen wir doch den Spruch, ne? So, das waren jetzt, kommt ja noch was. Chanel Cream Eyeshadow Grün, das ist so ein mega geiles Grün. Das ist ein Grün, das ist einfach auch für den Lidstrich oder fürs ganze Lid ein pflegender Cream Eyeshadow einfach. Und noch von Bobbi Brown, da bin ich echt traurig, den gibt es nicht mehr. Die Farbe gibt es schon seit über einem Jahr nicht mehr, Brown Metal. Und der wird jetzt so lange der Favorit sein, bis das Töpfchen leer ist. Das ist so ein Brown Metal eben. Aber das ist nicht braun, das ist so, oh mein Gott, das ist so perlmuttig grau sieht das eigentlich aus. Und das sieht mega auf den Augenlidern aus. Aber leider gibt es das nicht mehr. Ich finde das irgendwie verrückt, ne? Das ist tolle Farben, die wirklich sensationell sind, dass die auf einmal aus dem Programm genommen werden. Und dann kommen irgendwelche Farben, die nicht so toll sind. Also, ich habe den auch schon gesucht überall, auch im Internet, nichts gefunden. Gehen wir jetzt mal weiter zu den Blushes. Da habe ich einmal Too Faced, das ist Bellini Flush Blush, schöne Verpackung aus Pappe, Herzchen, 3 Farben kann man einzeln mit einem dünneren Pinsel oder einem schmaleren Pinsel oder eben mit einem großen schön mischen, hat man so eine tolle Kombination. Weiterhin
von Bobbi Brown die Farbe Nektar. Ein schönes, sehr schönes Rouge. Macht ganz frische, fürs Frühjahr werde ich das wieder benutzen, macht ganz tolle, frische Wangen. Man braucht übrigens die Pigmentierung der Produkte von Bobbi Brown ist so mega gewaltig. Da braucht man wirklich nur ganz, ganz minimal, also nicht da groß, ne, so schön reindrücken, ganz wenig. Also sehr, sehr sparsam und das hält, also das kann man auch länger benutzen als ein Jahr. Außerdem von Bobbi Brown, ihr seht, ich habe so meine Favoriten, ne, das ist... Es sind jetzt nicht 100.000 Firmen, aber es sind immer mal so drei, ne? Das ist ein, das nennt sich Brightening Brick, Illuminating. Das ist ein Rouge mit Highlighter. Das sind 6 verschiedene Farben und dafür nehme ich diesen Pinsel. Das ist auch von Bobbi. Der ist irrsinnig teuer, aber er ist wirklich sein, also die Investition wert gewesen. Und da gehe ich nur ganz leicht mit rein. Und ich habe das übrigens auch drauf heute. Das ist auch so ein Rosé-Goldbraun, so ganz, eine ganz, ganz zarte Farbkombination ist das. Weiterhin von Bobbi Brown ein Port Rouge für die Wangen und für die Lippen. So, wenn ich es dann mal aufbekomme, ist die Farbe Telluride. Die sieht ziemlich heftig aus, ist sie aber nicht. Da kann man sich ganz toll unaufgeregt kann man sich schön so Apfelbäckchen mit zaubern, malen, ohne dass es geschminkt aussieht. Ich meine, mit diesen anderen Rouge sieht man ja schon so ein bisschen geschminkt. Das ist ganz, das ist wirklich, das ist ein cremiges Rouge, was wie so ein, das verschmilzt so mit der Haut. Das ist wirklich so, als wäre der von draußen gekommen, sieht man damit aus. Und man kann das, egal ob jetzt auf eine Puderfoundation oder eine flüssige geben. Ganz, ganz toll. Noch ein weiteres tolles Produkt, Sephora, der war nicht gar so teuer, Blush to Go, den habe ich mir vor einem halben Jahr ungefähr gekauft. Das ist so ein Stift, den dreht man so raus, wie so ein Deo und das ist so eine Farbe, ja, mit leichten, leichten Goldpigmenten. Ja. So, das waren jetzt... die Blushes. Kommen wir jetzt zu den Wimpern. Für die Wimpern benutze ich, wartet mal, die hier zurzeit, damit sie auch alle wird, nehme ich die jetzt hintereinander weg. Ich benutze jetzt keine, also mehrere. Na, 6 Monate tuschen, sagt man ja, ne, wenn die einmal auf ist. Das ist die Super Long Lash Mascara von Claudia Schiffer. Die hat ein sehr schönes, schmales Präzisionsbürstchen. Das einzig Blöde ist, dass immer hier unten, egal, ich mache das nach jedem Benutzen immer sauber, dass die Farbe da auch immer so ein bisschen dran hängt. Aber sie ist toll, gerade auch für unten. Ist eine sehr schöne Mascara, kostet um die 17 Euro. Und natürlich der Klassiker darf nicht fehlen, Le Volume von Chanel. Da gibt es nicht viel zu sagen. Tolles Bürstchen, ist der Klassiker einfach. Ne? Macht schönes Volumen, schwarze Wimpern. Einfach top. Und für die Augenbrauen benutze ich so ein, das ist so ein Brow Shaper, das ist praktisch wie eine Mini-Mascara. Das ist hier die Farbe Brunette, auch von Bobbi Brown. Und da kann man auch getrost mit auf die Haut gehen. Kann man sehr schön, also sich so ein, die Augenbrauen mit, also auffüllen, nachzeichnen, verstärken. Ja, ich gehe dann immer noch mal mit so einem Augenbrauenbürstchen danach nochmal drüber. Ja, so für die Lippen. Für die Lippen habe ich hier so ein paar Produkte. Ich zeige es, ich halte sie mal hoch. Das sind so ein paar Produkte für die Lippen, die sich farblich eigentlich ähneln. Ich meine, klar, man hat ja so seinen Style. Ne? Also ich werde jetzt nie jetzt so richtig dunkle Lippen haben. Da fühle ich mich zu alt zu. Ich werde jetzt auch nicht so die orangenen Lippen haben. Man hat eigentlich so seine, ihr kennt das ja, man hat seine Vorlieben. Und dann hat man wahrscheinlich manchmal 10 Lippenstifte alles in der gleichen Farbe, so irgendwie. Ist zwar nicht die gleiche Farbe, aber irgendwie schon. Erstmal ein toller Lip Liner, den ich von Charlotte Tilbury mir gekauft habe. Pillow Talk, diese Linie, der ist, ich hätte es nicht gedacht, der ist sensationell. Ich habe mir damit die Lippen ausgemalt, also umrandet und ausgemalt.
Das reicht im Prinzip dann, einen Gloss darüber zu geben. Der ist sehr, lässt sich super anspitzen und ist auch ganz, also der ist ganz, ganz weich. Nee, nicht zu weich. Er darf auch nicht zu weich sein. Dann kann er ja abbrechen. Also eine tolle Investition. Das ist so ein Rosé-Nut. Also eigentlich wie hier hinten drauf, ne? Die Farbe so. Ich habe heute auf den Lippen Rouge Coco Stylo. Das ist diese Farbe. Diese Rouge Coco Stylo Stifte. Die dreht man so raus. Und die... Also... Die sind, was soll ich sagen? Die sind toll. Die sind einfach toll. Sehr feuchtigkeitsspendend. Sehr aussagekräftig von der Farbe. Man geht eigentlich nur einmal darüber. Entschuldigt bitte, man muss nur aufpassen bei diesen kräftigen Farben, wie man so hier in die Winkel geht. Am besten mit einem Lip Liner so ein bisschen dann nachzeichnen, auffüllen. Ja, prima in der Handtasche. Ein tolles Produkt. Auch von Chanel ist der, den habe ich euch mehrfach vorgestellt. Das ist dieser tolle Gloss mit dem sensationellen Applikatorbürstchen. Das ist dieses glänzende Amarena, heißt die Farbe. Habe ich jetzt sehr gerne im Dezember benutzt. Toll. Noch ein Rot von Chanel, was ich auch sehr gerne benutze. Das hatte ich auch schon im Weihnachtsvideo. Das ist so ein leuchtenderes Rot. Das andere... Das ist ein bisschen blaustichig auch, sogar schon. Ja, vielleicht nochmal so ein Tipp, wenn man sich rote Lippen macht, dass das Augen-Make-up nicht gar so kräftig ist. Ne? Ein bisschen zurückhaltenderes Augen-Make-up und kräftige Lippen oder andersherum. Oder aussagekräftige, geschminkte Augenlider und dann eben mehr nudfarbene Lippen. Das ist so ein Tipp. Ne? Dann... Die Farben ähneln sich auch, sind aber zwei völlig unterschiedliche Produkte. Einmal bei Minerals in der Farbe Cookie, ein matter Lip Gloss. Da muss man aber auch, also der ist sehr schön, aber man muss aufpassen. Das trocknet sehr schnell aus. Also muss man eine super gute Pflege darunter aufgeben, aber es ist eine tolle Farbe, passt auch prima hier, ne? Kann man sich, es passt super zusammen, obwohl es nicht die gleichen Firmen sind. Und noch ein Highlight, das ist dieser Addict, dieses Super Gloss von Dior ist das. Dieses Super Gloss, das war ja auch so ein Hype. Da ist das Pinselchen allerdings nicht, also wirklich nicht längst so schön oder so gut wie von Chanel. Das eine ist ein Applikator und das ist ein Pinsel. Und das ist natürlich eine schöne Kombination, wenn ihr nur einen Lip Liner auftragt und dann diesen Gloss darüber, der klebt ein wenig, nicht sehr, aber ein wenig klebt er, aber der boostert so die Lippen auf. Nett, ist hübsch. So, meine Lieben, das waren jetzt die meine persönlichen Beauty-Favoriten, dekorative Kosmetik, High-End. Das nächste Video wird dann sein Beauty-Favoriten Drogerie. Und dann, wir gehen jetzt mal weiter mit den Favoriten. Dann geht es weiter mit Hautpflege-Favoriten High-End und Hautpflege-Favoriten Drogeriemarkt. So, ihr Süßen. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch, aber wirklich. Und für die Zuschauerinnen, die neu auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen. Ihr könnt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Da bin ich unter dem gleichen Namen unterwegs. Viele machen das ja schon. Wir schreiben uns ja auch schon teilweise. Das ist immer ganz süß. Also ich habe wirklich eine tolle Community und ich bin echt dankbar. Das hat sich so toll entwickelt im letzten Jahr, also in diesem 2018. Ich schicke euch mal ganz viele Bussis, so Luftküsse ins Netz. Also habt's schön, macht euch eine schöne Zeit jetzt zwischen den Jahren, ist übrigens auch so ein bekloppter Begriff, zwischen den Jahren. Ich würde sagen zwischen den Feiertagen, weil zwischen den Jahren, wie würde man das jetzt, zwischen den Jahren, es ist ja immer noch das gleiche Jahr, ne? Okay, verstehe ich nicht. Also ihr Süßen, macht's gut, ciao.